Hallo, liebe Freunde, ich habe mal gerade ein kleines Schläfchen in der Sonne gehalten, vom Tänzer verwöhnen gelassen und da sind wir mit unserer neuen stylischen Rüstung. Ich finde die saugeil. Also, ich finde die Rüstungen sehen insgesamt ziemlich cool aus in dem Spiel bisher. Mal ein bisschen schlechter und ein bisschen besser, aber im Endeffekt alle richtig nice. Kommt eben immer drauf an. Manche sind eben eher zum Schutz gedacht. Und andere sind optisch cool. Aber alle sind irgendwo auch optisch cool. Nur eine eben mehr und die andere eben weniger. Das Coole ist hier, dass wir eben nochmal flexibel ausweichen können und trotzdem nicht viel Schutz einbüßen gegenüber unserer letzten schweren Rüstung. So, hier habe ich mal ein bisschen gepflanzt schon. Und ihr seht schon, da kriegen wir auch die Hopfen. Also aus der Hefepflanze kriegen wir das Gärmittel quasi. Und hier mit dem Hopfen, da kriegen wir gar nichts. Der ist eigentlich auch schon fertig. Da müssten wir nämlich die Hopfenpflanze finden. Also wir haben hier die Hefepflanze und jetzt müssten wir die Hopfenpflanze. Ich dachte, das hier wäre... Ach, Saatgut. Ist das nicht Samen, sondern schon das Saatgut. Also das ist schon fertig. Das ist fertig, das ist fertig. Wir schmeißen es mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir es hier brauchen. Was wir in dieser Folge machen werden... ich habe da schon auch ein bisschen was vorbereitet. Wir werden natürlich nochmal versuchen, Sklaven zu bekommen. Und ich habe aber hier schon mal vorbereitet. Wir haben den neuen Bogen gelernt. Und den würde ich mal gerne herstellen. Und dazu brauchen wir Ast, verstärktes Leder und Seide. Hatten wir ja noch genug Seide von der letzten Aktion hier. Und verstärktes Leder war hier auch noch drin. Ich würde nur mal gerne wissen, wie wir das Leder verstärken können. Weil wir können zum Beispiel ja nur Leder herstellen hier in der Gerberei. Ja, aber nicht das Leder verstärken. So, und wo ist denn der restliche Katzenfell? Da haben wir schon ziemlich viel Leder. Ich schätze mal, dass man das vielleicht irgendwie hier trocknen muss. Kann das sein? Kann das sein? Nee. Gut, da müsste man noch was dabei machen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Nur, was wären das? Gärmittel vielleicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Könnten wir aber trotzdem mal ausprobieren. Mal ganz, ganz utopisch. Wir probieren einfach mal. Aber ich möchte damit jetzt auch nicht so viel Zeit verbringen. Ich habe schon sau oft irgendwie hier versucht, irgendwas herzustellen. Und das hat nicht geklappt. Und das dauert... Ja, auch immer. Holz zum Beispiel. Hier haben wir noch Holz drin. War das schon... Das hier ist schon trockenes Holz. Das können wir zum Beispiel hier reinmachen. Und dann trocknet das. Dann haben wir getrocknetes Holz. Das machen wir mal. Dann haben wir hier auch mal ein bisschen getrocknetes Holz noch. Weiß auch gar nicht, warum ich hier so viel Zeug drin habe. Ja, Rinde ist auch noch drin. Wie gesagt, das mit dem Leder, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch irgendwie ausprobieren, wie man gehärtetes Leder herbekommt. Mir fällt auch jetzt gerade nichts ein. Rein theoretisch müsste es ja hier auch in der... Hier drin irgendwie gehen, in der Gerberei. Keine Ahnung. Und das Gärmittel mal wieder raus. Achso, ich wollte noch ein bisschen Leder mitholen. Damit wir... Werkbank eines Rüstungsmachers hier nochmal ein bisschen Leder auf Tasche haben. Dafür wollte ich hier eben das Katzenfell rausholen, damit wir hier nochmal Teer bekommen. Und wir können nämlich auch das Katzenfell direkt, glaube ich, umwandeln. Ja, sehr schön. Ja, und vielleicht müsste man da jetzt schon was dabei machen, damit es gehärtetes Leder wird. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. So, dann machen wir nochmal das rein und dann holen wir das hier raus. Und machen hier nochmal eine Ladung Stahlfeuer. So. Jetzt müsste der Bogen auch fertig sein mittlerweile. Müssen wir hier nochmal starten. Zack. Also die Alu wollte ich noch mit nehmen, genau, dass wir das auch haben. Nicht auf die Keule, wo legen wir das denn hin? Das ist eine gute Frage, wir werden jetzt wohl eher nichts farmen, also können wir es auf die Farm-Slots legen. Und den Bogen auch dann auf den Farm-Slot. Da ist er. Machen wir den da unten drauf. So, aber ich möchte den Eisenpickel gerne trotzdem mitholen, man weiß ja nie. Vielleicht finden wir doch noch was Interessantes. So, jetzt schmeißen wir nochmal das hier da rein. Werde ich mich auch mal in den Pausen genauer angucken, durch die ganzen Rezepte hier durchklicken, was man so in etwa braucht. Und ja, dann könnte man nämlich da auch mal, dass man das jetzt nicht so im Let's Play da durchklicken. Das kann ich mir ja offscreen angucken. Die Hyäne ist so böse. Jetzt haben wir einen Bogen, aber haben keine Pfeile dabei, ne? Oder? Nee, die habe ich nämlich auch irgendwo weggelegt. Aber wir jetzt sollten Pfeile... bei uns oben haben. Ich würde nämlich gerne diesen Bogen mal ausprobieren. Kann ich jetzt hier kein Ego... Ah, hier kann ich keine Ego-Perspektive machen beim Bogenschießen oder was? Ich kann insgesamt gerade keine Ego machen. Warum das?
geht es nur, wenn ich... Jetzt geht's. Hä? Mich verarschen? Geht das mit dem Ding nicht? Ups, jetzt habe ich auch noch was getrunken aus Versehen. So, wenn ich jetzt Ego mache und jetzt die Waffe hole, ja, da gehe ich raus aus der Ego. Okay. Okay, aber beim Farmen geht's. Hammerhart. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Der hier zum Beispiel Rüstungsdurchdringen 8% und Gesundheitsschaden 7%. Und unserer hat 11 Gesundheitsschaden und Rüstungsdurchdringung 8%. Das ist ja schon mal cool. So, dann holen wir uns mal hier die Eisenpfeile, würde ich sagen. Feuersteinpfeile. Ah, nee, die Eisenpfeile. Die wiegen 9 Kilo. Können wir noch mitnehmen. Ist okay. So, so viel dazu. Yep. Mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe offscreen nicht so viel gemacht. Ich habe hier noch Eisenverstärkung hergestellt. Also, was ich noch gemacht habe... Stimmt, doch. Ich habe noch was gemacht. Hier am Altar habe ich mal die Herzen, die zwei Marken, die wir hatten, die ich hier mit diesen Schlangenpfeilen gemacht, in tödliche Pfeile verwandelte Giftschlange. Ast, Hochmann 10 und Manifestation des Eifers. Eifers? Was? Eifer oder Alter? Eifer, ne? Eifer, genau. Genau, die Manifestation des Eifers, und die kriegen wir ja, wenn wir hier Herzen opfern. Und jetzt sehen wir mal hier, was wir hier noch brauchen. Ziegelmanifestation des Eifers, geformtes Holz und Eisenverstärkung. Dann können wir das Grab zum Altar aufwerten. Ist auch natürlich geil. So, jetzt habe ich immer noch keine Pfeile mit dem Ding, ne? Ja, genau. Muss ich nämlich auch noch ausrüsten. Wie funktioniert das nochmal? Benutzen, ne? Jetzt hat er Pfeile, oder? So, und hier machen wir nochmal das Stahlfeuer rein. Hier wird Stahl hergestellt. Hier wird Eisen hergestellt. Hier müssen wir eigentlich auch noch mehr Schmieden hinmachen. Noch einer für Ziegel. Aber da warten wir jetzt erstmal noch ab. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann... Ich weiß nicht genau, mit welchem Level man die bessere Schmiede herbekommt. So, gucken wir doch mal erstmal, was wir hier haben. Wie schieße ich nochmal? Ah, hier. Boah, ich glaube, der macht doch schon guten Damage mehr. Warte mal, bis es gelb wird. Och, Mann, Alter, der haut richtig rein. Das ist ja richtig nice. Ja, ich kann jetzt nochmal ausweichen, mein Freund. Was bist denn du? Der Fari Zimmermann brauchen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst getötet habe. Aber der Loot können wir gebrauchen. Danke. Danke für dein Loot. Da haben wir nochmal Eisenpfeile. Sehr schön. Das, was wir verschossen. Also, das ist ja schon mal nice. Also, der Bogen, der lohnt sich ja richtig, ne, in dem Spiel. Der ist ja doch schon gar nicht mal so, ne? Was haben wir denn da? Achso, da ist ein totes Viech. Achso, ja, wir wollten doch noch die Herzen rausoperieren aus den Leuten. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Jawohl. Ja. Menschenfleisch ist auch nicht schlecht. Die können wir nämlich nochmal den Viechern geben zum Futtern. So, und hier war... Feuersteinpfeile hole ich jetzt nicht mit. Das Holz holen wir noch mit. Ihr könnt es tragen, ja. So. Menschliches Herz. Gut. Da haben wir schon mal drei Herzen, das geht ja eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Es geht gut von der Hand. Die kriegen wir auch schnell zusammen, die 30 Herzen. Dann wird es eher wohl daran scheitern, dass wir nochmal diese 250 Eisenverstärkung brauchen, weil das ist nämlich schon enorm viel. Nochmal. Aber das werden wir auch hinkriegen. Leute, das kriegen wir hin. Dann werden wir aus unserem Grab ein Altar bauen. Yay! Irgendwann in den nächsten Folgen. Wir werden jetzt eh noch einiges hier in Angriff nehmen müssen. Wir wollen das Haus da oben noch ausbauen. In der Base. Wir wollen vielleicht die Base insgesamt noch ausbauen. Ich werde da auch ein bisschen offscreen bauen, denke ich einfach mal. So am Ende der Aufnahmereihe, wenn ich da noch Bock habe, weiterzuspielen. Einfach hier in der Umgebung Steine und den Kram farmen, den wir brauchen. Eisen holen gehen und einfach die Base fett machen. Weil das ist ja schließlich auch irgendwo Ziel, dass wir da eine schöne Stadt bauen. Und ich denke, es ist, wenn ich das alles immer im Let's Play mache, ist das einfach viel zu viel und viel zu langweilig für euch. Nicht für mich. Aber wenn wir da einfach nur Steine und so farmen den ganzen Tag, ich denke, da mache ich wirklich viel offscreen. Das ist einfach ansonsten echt zu aufwendig. Das Spiel hier hat schon einiges, was man machen kann. Und das wollen wir natürlich auch ein bisschen in einem gewissen Maßstab halten.
Jetzt werden wir uns erstmal ein paar Sklaven besorgen. Jetzt zumindest erstmal einen, dann vielleicht nochmal einen. Mal gucken. So dass wir da unsere Base schon ein bisschen beleben können. Das wäre jetzt mal so der erste Schritt. Wir haben schon einen Geschwindigkeitsmalus oder einen Ausdauermalus. Ja, wir werfen das Menschenfleisch jetzt einfach mal weg. Das ist mal zu schwer. Und das Holz auch. Komm. Weil wir haben auch wieder verdammt viel Zeug dabei. Bräuchte man eigentlich nicht alles. Aber ich wusste ja eben auch nicht genau. So. Das Problem am Bogen ist jetzt, ich kann jetzt nicht sehen, was für ein netter Kerl das ist, ne? Oh, ich habe nicht lange genug gehalten. Ah, gut, es war nur ein Kämpfer 1. So, okay. Auf jeden Fall können wir die so schon mal rauspullen, was ich ziemlich geil finde. Achso, Herz. Gib mir dein Herz. Finde ich halt, das ist eigentlich das Geilste an der ganzen Geschichte, dass wir die hier rauspullen können. Und dann nicht so in tausende Gegner reinlaufen. Was ist denn das hier für einer? Upsa. Ich wollte noch gar nicht abdrücken. Der kriegt es gar nicht mit, dass wir es sind. Guck mal, er bleibt einfach sitzen. Was ist denn los mit dem? Ah, schön gesniped. Sollte auch treffen. Wahnsinn. Der da hinten, der sieht eigentlich nicht so aus, als könnten wir den gebrauchen. Ah, Tafari Bogenschütze 2. Tafari Kämpfer 1. Den holen wir nicht mit. Den machen wir jetzt alle. So, hast du noch irgendwas? Also, nee, auch keine Eisenpfeile. Das holen wir mit. Den Rest lassen wir. Ich bräuchte hier so ein Fernglas oder sowas, dass ich weiß, was das für Leute sind. Das wäre eigentlich ganz cool. Was, mein Hart wird gegessen? Ich glaube eher deins. Gerber? Gerber wäre cool. Haben wir auch noch nicht. Oh. Ich glaube, dann holen wir erstmal den Gerber mit. Alter. Geh mal weg jetzt, Penner. So. Schneiden wir noch mal Messer raus. Hier. Herzen raus. Das Wasser, das holen wir auch immer gerne mit. Nichts Interessantes. Er hat nichts Interessantes. Achso, ich habe das Messer in der Hand gehabt. Vielleicht noch mal ein bisschen Menschenfleisch gleich loswerden, weil da haben wir jetzt wieder sau viel dabei. Das hier ist unser Gerber 2. Sehr schön. Werde ich jetzt auch in Zukunft schon ein bisschen drauf achten, was das für welche sind. Weil uns das eben... Wo bist du denn? Hinten ist ja noch der Tänzer, aber da müsste doch noch irgendwo einer sein. Da hat doch gerade einer aufgeschrien. Ah, da hinten. Nee, das ist nicht der Tänzer, das ist er hier. Das sind Dafari Kämpfer 2. Ich würde gerne zwei auf einmal mitschleppen können. So, ausgekämpft. Danke für die Eisenpfeile. Kann ich immer gut gebrauchen jetzt. Also der Bogen ist schon cool. Hör mal auf da. Ja, sehr schön. Sorry. Kein Bock auf deine Story. Okay, dann gucken wir mal, was die hier so Schönes drin haben. Achso, warte mal, wir haben ein bisschen mehr Hunger, dann essen wir doch mal das hier. Nein! Ja, ist wie immer. Falsch Knopf gedrückt. Hier. Weil ich auf R2 essen möchte. Wie das eben auch ein Ark ist, ne? Gut, jetzt sind wir wieder guter Dinge. Jawohl. Boah, 16 Stahlbarren. Nice. Boah, saugeiles Loot hier. Eigentlich unverstärktes Leder, das kann man auch immer gebrauchen, solange wir nicht wissen, wie wir es selber herstellen. Können wir es eben aus den Truhen mitnehmen. So. Ja, Herzen. Gib mir dein Herz. Das Herz, da haben wir ja schon 8 Stück. Ja, das lohnt sich natürlich. Das haben wir mit ganzer Zeit mal so ein bisschen vernachlässigt und vergessen. Was natürlich blöd ist. Hätten wir schon können weitaus mehr
von diesen Manifestationen haben und dann auch, ach, die Schlangenpfeile, die wollte ich doch eigentlich mit euch ausprobieren. So viel Menschenfleisch kann ich hier einfach aber nicht mitnehmen. Wir legen das jetzt alles nochmal ab, wir kriegen ja nochmal ein bisschen was. Weil mir das einfach zu viel wiegt. Aha, Bogenschütze. Ah ja, und wenn wir schon hier sind, dann könnten wir eigentlich noch mal gerade nach diesem Banner gucken. Dreier Bogenschützen, das ist auch natürlich geil. Da müssen wir uns auch noch einen holen. Aber ich möchte jetzt zunächst mal, ist für mich wichtiger, oh, diese ganzen... Da, Fari-Camper 3, der wäre auch nice. Aber ich will jetzt nicht zuerst mal einen Camper, weil wir brauchen zuerst für die Produktion Leute, die das Ganze ein bisschen kostengünstiger machen und so weiter und so fort. Und deswegen, das ist jetzt erstmal die oberste Priorität, die erste Priorität. Und das machen wir dann eben auch so. Aua! Kommst denn du her, du Sauhund? Ja, der Medizinmann, der ist auch cool. Aber diesmal holen wir jetzt wirklich erstmal den Gerber mit. Ich glaube, einen Koch habe ich gar keinen gesehen diesmal, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder sitzt der noch da irgendwo? Nee, da ist keiner mehr. Truhe plündern, nochmal Stahl. Boah. Alter, krasses Loot, was wir hier bekommen haben. Ohne Scheiß. Das ist wirklich krass. Haben wir ziemlich viel Stahl bekommen und... Ja... Und tolle Sachen eigentlich. Muss ich echt sagen. Hat sich diesmal richtig gelohnt. Und jetzt gehen wir eben einfach mal noch kurz gucken, ob da oben eigentlich noch das Ding offen ist. Nee, das ist wieder zu. Da müssen wir also wieder einen hinschläfen und opfern. Ja. Okay. Gut. Das wollte ich nur wissen. Das wissen wir. Und jetzt gehen wir weiter. Oder zurück, besser gesagt. Dazu erstmal die Fesseln hier oben ausrüsten. Noch mal ein paar Insekten. Allerdings könnten wir auch Eier essen. Bis wir noch mal Insekten zusammen haben. Ein Schlückchen trinken. Fesseln auswählen. Und dann gehen wir uns... Verlassen wir hier das Blutbad. Und holen uns den Gerber mit. So, komm her Gerber. Wir gehen zurück zur Base. Ja, und so werden wir uns ein paar Leute holen. Ach, von dem habe ich bestimmt nicht das Herz geholt, aber ich mache diesmal nicht den Fehler, die Fesseln loszulassen. Das waren Gerber 2, oder? Ja, sehr cool. Auch eine Stufe 2. Finde ich ziemlich nice. So, da wären wir. Da haben wir ihn sicher zurückgebracht. Oder zurückgebracht. Kann man nicht sagen, hierher gebracht. Und jetzt spannen wir den hier auf die Folter. So, da ist er. Und dann würde ich sagen, drücken wir auf Play. Und dann kann der jetzt mal versklavt werden. Sehr schön. Dann opfern wir gerade noch unsere Herzen. Ihr seht, ich habe jetzt auch ein bisschen mit Katz gearbeitet, weil ich weiß, dass hier nichts passiert auf diesem Weg. Und das eigentlich recht langweilig für euch sein muss. Und ja. Ist das hier einfach nur, wenn ich das hier herstelle... Ja, genau. Herzen kann ich ja nur hier benutzen. Das ist ja quasi dann die Opfergabe, oder? Das sollte dann doch so sein. Meine ich jetzt mal. Und dann machen wir das einfach mal. Bin mir nicht so sicher. Aber wir schauen mal. Ja, da kriegen wir dann auch jedes Mal eine Manifestation mit. Und das ist genau das, was zu beweisen war. Wie sieht's aus bei dir mit dem Rad der Schmerzen? Jawohl, er dreht schon fleißig. Wir können noch mal ein bisschen Suppe holen, noch mal da rein spucken, nicht in die Suppe spucken, die Suppe da reinlegen. Ein bisschen haben wir noch, Samen haben wir auch noch, Fasern habe ich auch noch, dann machen wir die doch mal gerade hier rein. Wir haben doch auch noch Fleisch, ja, wir können das Menschenfleisch ja auch braten. Eins braten wir einfach mal, da bin ich jetzt mal so frei. Und hier noch mal Fleischfetzen, ne, das sind gekochten, wir haben ja nichts an Kreaturen besiegt, ne. Genau, dann machen wir hier noch mal die rein und... Ja, hier machen wir nochmal schnell den Aloe Vera Kram rein, dass wir nochmal mehr Heilmittel bauen können. Bauen. Augenbrauen. So. Läuft das Ding eigentlich? Ist das an? Nee, jetzt ist es an. Gut. So viel dazu.
Und dann sollten wir hier eigentlich nochmal Teer haben, oder? Ja, oh, wow, wow, jede Menge Teer. Sehr schön. Das ist aber auch ausgegangen, da ist nichts mehr drin, kein Brennstoff mehr. In der Gerberei, da brauchen wir ja das hier. Dann machen wir nochmal. Ja, du auch dabei. Und den Rest werde ich natürlich wie immer offline dann ordnen, sortieren. Und in der nächsten Folge werden wir uns wohl noch einen Sklaven holen gehen. Mal gucken. Wir brauchen nämlich noch ein paar. Und schon allein, dass wir unsere ganze Werkbänke effektiver nutzen können. Und deswegen brauchen wir noch einiges hier. Schmiede und so weiter und so fort. Okay. Ja. Na, dann wären wir jetzt eigentlich soweit durch. Machen wir hier nochmal den Stahl gerade rein und gucken wir noch einmal kurz über das Inventar gucken. Ah, die Suppe wollte ich noch reinlegen. Stimmt, das können wir noch gemeinsam machen. Warum habe ich denn eigentlich das Leder hier dabei? Ach, das habe ich ja gefunden. Stimmt, das verstärkte Leder. Das schmeißen wir dann auch nochmal hier in die Rüstungsschmiede. Entschuldigung. Und dann machen wir nochmal die Suppe. Suppe. Nicht hier. Doch, nee, dann hier war das, die Speisen der Tierchen. Machen wir hier nochmal die Suppe rein. Und für die Hyänen machen wir hier nochmal Menschenfleisch rein, ungekocht. Oder für die Hyäne. Ja, siehst du, jetzt ist ja auch nochmal ein bisschen höher geworden, glaube ich, die Zeit. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Bienen? Gar keine mehr drin. Okay, ich habe nämlich noch 32. Ach, guck mal, die stellen auch ohne Königin, also stellen die das Zeug her. Was ich halt geil finde, dass der Honig keine Abklingzeit hat. Das ist schon ziemlich nice. Und an dieser Stelle würde ich dann aber auch sagen, ich mache mal die Leine hier aus der Hand und würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's dann weiter, da werden wir uns wohl noch einen Sklaven holen und ein bisschen rumgucken und machen. Und hoffe, ihr seid wieder dabei und habt Spaß mit Conan Exiles, euer SpookyVF. Bis dahin, bye bye bye. I need